Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es, wie versprochen, die lang ersehnte Roomtour. Die Wohnung ist natürlich noch nicht perfekt, aber ich lade euch gerne in unser unperfektes, perfektes Zuhause ein. Ich würde mal sagen, wir fangen ganz traditionell an der Eingangstür an. Und deswegen würde ich sagen, los geht's! Hallo, hallo! Das konnte ich mir gerade nicht nehmen lassen. Das muss natürlich mit ins Video rein, das gute, traditionelle Knopfen. Kommt direkt mal rein hier in den Eingangsbereich. Ihr seht hier eigentlich auch schon zu meiner Rechten Milenas Fuhrpark, wie auch zu meiner Linken ihre ganzen Gerätschaften. Wir fangen direkt mal hier mit dem ersten Zimmer an. Das ist das Gästebad bzw. das Gäste-WC. Das ist alles vom Vermieter. Wir sind ja hier gerade eigentlich nur zur Zwischenlösung. Wir mussten ja schnell raus aus der anderen Wohnung wegen der ganzen Baustellen, suchen aber eigentlich ein Haus. Deswegen haben wir diese wunderschöne Wohnung hier gefunden. Das ist ja das Gäste-WC mit allen Dingen, was so ein Gäste-WC halt haben sollte. Ich habe hier eigentlich, ist es eigentlich ganz schön, das Gäste-WC. Das würde ich definitiv, wenn wir irgendwann ein Haus haben sollten, auch so haben wollen, dass hier dann so eine Einkerbung ist oder so eine Aussparung in der Wand, wo man das noch schön dekorieren kann. Hier habe ich Duftstäbchen, Duftspray, Handtücher und Trockenblumen. Ich mag es eigentlich sehr hier drin. Dann machen wir weiter. Hier geht es dann in mein Office. Da hinten geht es in Milenas Zimmer. Da hinten geht es in den Elternbereich. Da ist die Gästedusche. Und dann machen wir mal weiter im Flur. Hier haben wir eine Konsole mit einem Hocker hier drunter, dass wenn ich an den Schuhschrank gehe, mich draufstellen kann und auch an den ganz oberen Schuh rankomme. Ich liebe diese Spiegelkonstellation total, weil es irgendwie was anderes ist. Diese runden Spiegel, die, ich weiß eigentlich, bei vielen Sachen habe ich die bei Westwing geholt. Und bei Westwing ist es so, dass die kein beständiges Sortiment haben, sondern es immer so ein bisschen variiert. Hier ist ein Platz für Briefe. Dann haben wir hier noch ein paar Duftstäbchen und das ist so ein Körbchen, wo alles Mögliche drin ist. Kleingeld und alles, was mal ebenso abgelegt werden muss. Ganz viele Trockenblumen. Dann machen wir weiter mit diesem Bereich hier. Das ist, ja hier, ich würde sagen, diese Wohnung besteht aus ganz, ganz vielen Einbauschränken, was sehr, sehr praktisch ist, weil wir mussten dann dadurch nicht unsere Schränke mitnehmen, beziehungsweise wir hatten drüben auch gar kaum Schränke gehabt. Und hier haben wir einmal meine Schuhe. Das ist auch nicht so wirklich ordentlich und ich werde euch auch nicht viele Schränke offen zeigen, weil die Schrankinnenleben in dieser Wohnung, die sind echt noch nicht so optimiert. Falls ihr irgendwelche coolen Instagram-Kanäle kennt, die sich auf Organisationen von Innenleben von Schränken spezialisiert haben, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hier seht ihr Kevins Schuhe, aber auch viele meiner Schuhe. Hier sind so eher Turnschuhe drin und was ich auch sehr, sehr cool finde, was sich der Vermieter gut ausgedacht hat, ist hier noch ein versteckter Schrank. Hier ist Klopapier, andere Utensilien und Krimskrams drin, Bügeleisen. Und was ich auch noch sehr cool finde und sehr, sehr feier, ist ein Hauswirtschaftsraum. Hier haben wir einmal Flaschen, Wasserflaschen, Waschmaschine, Trockner und Dinge, die man halt so braucht, Bügelbrett. Und dann machen wir weiter im Wohnzimmerbereich. Das ist so das Herzstück dieser Wohnung, dieser offene, schöne Küchen-Esszimmer-Wohnzimmerbereich. Ihr seht es hinter mir. Wir stehen hier direkt am Esstisch. Das ist ein runder Tisch. Ich mag runde Tische sehr, weil es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das wirkt sehr, sehr harmonisch. Da habe ich einen Tischläufer drauf, vier Stühle drumherum und hier kommt dann immer Milenas Hochstuhl. Das steht gerade aktuell auf der Seite. Hier haben wir einen wunderschönen großen Spiegel. Ja, Spiegel gibt es hier auf jeden Fall genug. Dann habe ich hier ein großes Sofa für den Wohnzimmerbereich. Das Sofa lädt ein für gemütliche Filmabende. Auch wieder ein runder Tisch. Generell ist es eigentlich ganz gut mit runden Tischen, weil sich dann Babys, die gerade laufen lernen oder sich gerade hochziehen, nicht so viele Flächen haben oder Ecken haben, an die sie sich stoßen und verletzen können. Hatte ich zwar vorher jetzt nicht mit einberechnet, aber jetzt im Nachhinein finde ich das ganz, ganz praktisch. Dann haben wir hier auf der Seite eine Kaminkonsole. Das ist ein Ethanolkamin. Den hatte ich aber nie an, wirklich. Außer einmal zum Probieren, aber das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Aber die Konsole gefällt mir sehr, sehr gut. Und darüber so ein schöner Federspiegel. Ich habe in der Wohnung generell alles so ein bisschen sehr, sehr luftig eingerichtet. Sehr, ja,
Boho-Vibes, sehr viel mit Trockenblumen und sehr viele Federn und Gold, Weiß, Beige ist ganz, ganz viel. Habe ich hier auch ein bisschen dekoriert. Dann geht es hier vorne weiter mit einem Sessel. Den benutze ich tatsächlich auch. Also auch wenn so Gäste da sind und das Sofa voll ist, kann man hier auch sitzen oder man kann den Sessel nochmal weiter in den Bereich hier schieben. Dann habe ich hier den Dyson und ganz, ganz viele Körbe, weil hier Milena sich natürlich auch aufhält. Dann haben wir hier einen großen Fernseher mit einer, wie nennt man das, Sideboard, wo Dinge verstaut sind wie Bücher oder Spiele, Nintendo Switch-Spiele, dann Brettspiele, die sind alle hier drin verstaut. Dann haben wir hier die gute Alexa, die stelle ich mal da hinten. Genau, dann haben wir hier eine Bar, die wir kaum nutzen, ehrlich gesagt. Aber ich habe das Gefühl, je älter wir werden, desto mehr empfinden wir Freude an der Bar. Oder auch wenn Gäste da sind, dann kann man da auch mal das eine oder andere Getränk mixen. Hier unten haben wir dann Milenas Spielecke. Das ist alles in Körben verstaut, weil ich finde, dass es eigentlich am schönsten ist, um Spiele und Spielzeug, die so quietscht, das so quietschbunt ist, zu verstauen. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier in dem Bereich weiter und gehen los zur Küche. Ja, was soll ich sagen? Das ist eine Küche mit einer riesigen Kücheninsel. Ja, hier habe ich einmal ein Brett mit ein Flaschenöffner, Salz und Pfeffer, einer schönen Vase und Milenas Sitz. Hier verweilt sie, während ich zum Beispiel koche oder während wir hier einfach als Familie kochen. Da kann sie auf jeden Fall mitten dabei sein. Wir haben hier auch einen Weinkühlschrank, den wir auch jetzt so langsam immer mehr verwenden. Wir trinken, wenn wir Alkohol trinken, einmal die Woche dann einen Wein. Auf der Seite ist ein kleiner Beistell oder so ein Schränkchen. Ihr wollt gar nicht wissen, was da drin ist, aber es ist sehr praktisch. Klebeband, Stifte, Kugelschreiber, alles wird da reingeschmissen, Handcreme. Dann habe ich hier, ich liebe diesen Kühlschrank einfach. Den habe ich jetzt schon so, so lange und ja, finde super, dass man hier einmal Getränke verstauen kann und schnell rankommt. Dann haben wir hier einen Eis- und Wasserspender, der ist aber noch nicht angeschlossen, das muss noch passieren. Dann haben wir hier einen Mülleimer, einen großen Mülleimer, aber hier habe ich auch nochmal so ein Mülltrennungssystem. Also ist das ja, sehr, sehr praktisch. Eine Kaffeemaschine, die nicht funktioniert, weil wir auch keinen Kaffee trinken und die eigentlich nur haben wegen Gäste. Und dann haben wir hier Milenas Müllstation. Hier haben wir ja Dinge zum Abstellen. Wie nennt man sowas? Ein Geschirrablege-Dings. Auch in diese Schränke wollt ihr nicht reingucken, die sind alle so unsortiert und so chaotisch, aber wir wohnen ja erst seit anderthalb Monaten oder zwei Monaten hier drin. Dann haben wir hier die Frühstücksstation, sage ich mal, mit Wasserkocher und Toaster, meinen geliebten Thermomix. Und dann haben wir hier den riesigen Herd und ich wünschte mir wirklich so sehr, dass dieser Herd auf der anderen Seite ist, weil ich finde das echt unpraktisch, dass es auf der Seite ist. Aber naja. Das kann ich euch auf jeden Fall nur auf dem Weg mitgeben, falls ihr eine Kücheninsel haben solltet. Dann macht das auf jeden Fall den Herd da drauf. Hier ist nämlich auch Backofen-Kombination auf der Seite. Die sind eigentlich ganz cool. Hier in dem Backofen ist auch eine Mikrowelle drin. Dann haben wir hier Utensilien, Küchenrolle, Messer und einen Obstkorb. Und das war es auch schon mit der Küche. Ja, hier geht es dann raus zum Balkon. Ich muss dazu aber sagen, da kommt noch ein separates Video raus, denn wir haben ein komplettes Balkon-Makeover ja, vor uns vorgenommen. Wir sind auch schon fast fertig, aber ich kann euch gerne mal ein Sneak Peek zeigen. So, ganz kurz mal zeigen, wie es hier aussieht. Er ist auch nämlich ganz fertig und wieder zurück. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf das Video freuen, weil wir uns echt super, super viel Mühe gegeben haben. Ich wollte auch noch ein bisschen was zu den Vorhängen sagen. Das sind so ganz, ganz leichte Vorhänge. Und ich liebe es, wenn die Balkontür komplett offen ist und nur die Vorhänge im Wind wehen. Das ist einfach so, so wunderschön. Das gibt mir total die Urlaubsfeelings. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir weiter mit den anderen Zimmern. So, wir stehen jetzt hier im Office. Und ich muss dazu sagen, ich muss eigentlich alle Gardinen zumachen, weil man sehr, sehr gut auf die Straße schauen kann. Und ich das eigentlich nicht möchte. Es kann sein, dass es hier und da mal ein bisschen dunkel sein sollte. Aber wir stehen hier jetzt in meinem Office,
Schrägstrich-Studio, Schrägstrich-Arbeitszimmer und Gästezimmer und Ankleide. Denn wir haben zwar eine Ankleide hier drin, also in dieser Wohnung, aber ich finde, da kann man halt nicht so gute Bilder machen. Und für einige Bilder brauche ich halt einen schönen Kleiderschrank, einen schönen offenen. Und deswegen habe ich den Pax-Kleiderschrank von der anderen Wohnung mit hier rübergenommen, beziehungsweise einen Teil davon. Und wir fahren damit sehr gut. Hier, eine Pax-Organisation findet ihr auch nochmal in meinen Instagram-Highlights. Das hat sehr, sehr gut geklappt in der anderen Wohnung. Jetzt habe ich meine Klamotten und mein ganzes Hab und Gut auf mehrere Zimmer hier aufgeteilt. Ist nicht optimal, aber für die Wohnung ist es gerade die perfekte Zwischenlösung. Dann habe ich hier einen wunderschönen Puff. Das ist ein Traum von einem Puff, aber ich liebe den. Der fungiert aber auch sehr, 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 sehr stark als Kleidungsablagefläche. Dann machen wir hier weiter bei meinem Schminktisch. Das ist der Bereich, wo ich mich dann morgens immer aufhalte. Ich habe hier auch ein bisschen Spielzeug für Milena, damit sie sich ein bisschen beschäftigen kann, während ich mich schminke. Und gegenüber vom Schminktisch ist dann hier mein Office-Bereich. Hier sitze ich nicht oft, weil ich sehr, sehr gerne am Esstisch arbeite. Aber wenn ich zum Beispiel Buchhaltung oder so mache, hier sind dann die ganzen Utensilien, die ich brauche. Wenn ich Dokumente einsortieren möchte, dann habe ich hier oben meine ganzen Stehordner, in denen ich alles einsortiere und die ganzen wichtigen Dokumente sortiere. Wir machen weiter mit dem Gästebereich. Ja, die Gäste müssen sich dann ein bisschen alles teilen, das Zimmer mit den anderen Flächen hier drin. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Wir haben hier ein ausklappbares Sofa. Es ist auch ziemlich gemütlich und das lässt sich ausklappen zu einem 1,40 x 2 Meter Bett. Also das hier ist jetzt 1,40 Meter breit und das Ganze geht dann rein ins Zimmer und lässt sich rausziehen auf bis zu 2 Meter. Dann hier hinten ist dann das Studio. Das wird gerade aber nicht genutzt, weil Beauty-Videos sehr, 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 sehr aufwendig sind und waren. Das ist momentan überhaupt nicht möglich. Aber das ist so auch eine Ecke. Ich würde sagen, ich habe zwei Ecken in dieser Wohnung, die absolut unsortiert sind, wo ich Dinge ablagere. Und zwar ist es einmal diese Ecke hier und im Kinderzimmer ist auch nochmal so eine Ecke, wo ich Dinge staple, wie zum Beispiel die ganzen Gerätschaften und die ganzen Produkte, die ich noch nicht wegsortiert habe, die alle einen Platz brauchen, aber dazu komme ich jetzt vielleicht einmal im Monat oder so. Und hier sind meine ganzen Studioleuchten, die Studio-Hintergründe und mein ganzes Equipment. So, dann gehen wir mal raus und machen weiter mit dem Babyzimmer. Wir stehen hier jetzt im Babyzimmer. Da hat sich tatsächlich nicht viel geändert zum Babyzimmer in der vorherigen Wohnung. Wir haben hinter der Tür die typische Ecke, die ich vorhin erwähnt habe, mit den ganzen Sachen, die ich hier abgestellt habe. Ich will es euch tatsächlich gar nicht zeigen, weil es echt schrecklich ist. Aber es wird hier auch besser werden, sobald sie älter ist. Wir haben dann hier ihr Babybett mit der Babyphone, Babynest. Die Decke hier, die ist jetzt natürlich nur zu Dekozwecken da. Dann geht es hier weiter mit dem Wickelbereich und dem Anziehbereich. All diejenigen, die kein Loch in die Decke bohren möchten für ein Mobilier, kann ich euch echt nur so eine Babyphone-Halterung empfehlen. Die könnt ihr dann einfach an eine Regalleiste anbringen. Und dann könnt ihr das Mobilier von oben runterhängen lassen. Sie ist gerade wach geworden. Richtig, dann haben wir hier die Wickelkommode mit dem Wickelaufsatz hier oben. Richtig, richtig schön. Hier habe ich so ein paar Dinge, die sie rausgreifen kann, während ich sie wickle. Dann habe ich das so ein bisschen versucht. Also war sehr, sehr rosa am Anfang, aber wir gehen mehr in die neutralere Richtung. Dann habe ich hier ihren Wäschekorb, Windeleimer, Mülleimer, dann einen Luftreiniger, ein bisschen Deko, ganz wichtig, Verdunklungsvorhänge, die blocken alles. Deswegen ist es jetzt auch gerade hier so dunkel in dem Zimmer. Und dann machen wir weiter mit der anderen Seite. Hier haben wir unsere Lese und
Fütterecke. Hier kann ich meine Beine ablegen, wenn ich sie hier fütter. Richtig, genau, das haben wir nämlich gerade gemacht. Und dann lesen wir auch immer vor jedem Schläfchen und vor jedem zu Bett gehen ein Büchlein. Da sucht sie, das ist nie so ordentlich, weil sie sich ihre Bücher selber aussucht und dann schmeißt sie die auch wieder zurück. Aber das sind hier ihre ganzen Bücher. Im Wohnzimmer sind auch noch ein paar Bücher, aber das ist hier so ihr Bücherregal. Dann haben wir, genau, das ist auch noch richtig süß. Milena, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das bekommen habe. Schief aufgehangene Bilder, aber ist ja auch egal. Das muss ich irgendwann mal vielleicht ausbessern. So. Hier unten sind dann noch so ein paar Holzspielzeuge, mit denen sie sehr, sehr gerne spielt. Und hier sitzt sie dann manchmal und dann spielt sie mit den ganzen Sachen. Die meisten Sachen sind auch hier an die Wand schon angeschraubt, dass die nicht umkippen können. Dann machen wir weiter hier mit ihrem Kleiderschrank. Ja, das dient viel mehr zur Aufbewahrung als wirklich zum Kleideraufbewahren. Hier sind so größere Teile drin, aber die meisten Kleider sind dann doch in der Wickelkommode drin, weil ich einfach schneller da rankomme. Aber es ist eher so Aufbewahrung. Dann machen wir weiter mit dieser Ecke hier. Und zwar habe ich hier einmal, auch leider schief aufgehangen, aber was soll's, eine Messlatte, um zu schauen, wie groß Milena ist. Hier kann man dann auch die verschiedenen Stadien bildlich festhalten. Habe ich hier ein Körbchen. Hier lagere ich gerade ihre Klamotten drin, die ihr zu klein sind. Die müssen nämlich noch in den Keller. Aber wenn ich zwischendurch mal merke, dass etwas zu klein geworden ist, dann packe ich sie hier schnell rein. Dann haben wir hier so einen Kinderwagen oder wie nennt man das? Ein Spielzeugwagen. Dann haben wir hier ihr Tippi. Da ist sie jetzt auch gerade drin. Hier ist es richtig süß. Mit einem Fensterchen. Diese Lichterkette mache ich immer sehr, sehr gerne abends an. Und hier sind dann ihre ganzen Kissen drin und ihre Püppchen. Und ja, das hier ist das Babyzimmer. Wie ihr sehen könnt, hat sich nicht viel geändert, außer diesen Tippi hier. Aber ansonsten ist fast alles gleich geblieben. Ups, Milena. Und das ist hier Milenas Zimmer. So, gegenüber vom Babyzimmer ist dann Milenas Bad, sage ich mal, oder das Gästebad, Gästedusche. Hier ist einmal eine Dusche, dann haben wir hier Waschbecken, hier sind dann Milenas Zahnbürste, Vitamin D-Tropfen und so weiter. Das ist auch jetzt so das Bad, was ich so ein bisschen in die Richtung Dschungelbad dekoriert habe, mit ganz viel Grün und Rosa und diesem grünen Bild hier. Ich finde, das ist sehr, sehr harmonisch. Hier ist auch Milenas Toilettenaufsitz dran. Oh, das hier musste ich einmal wegnehmen, weil sobald Milena hier auf dem Waschbeckenrand drauf sitzt zum Zähneputzen, zieht sie das runter. Das ist relativ schwer. Hier ist dann auch eine Gästedusche. Da habe ich für die Gäste Duschgel und Shampoo hingestellt, damit sie das nutzen können, falls die selber nichts dabei haben. Und im Badschrank ist dann auch noch mal so ein bisschen was für Gäste dabei, damit die selber nichts mitbringen müssen. Hier drin ist dann auch noch mal ein Föhn, separater Föhn. Und das ist dann hier der Elternbereich. Das Schlafzimmer muss ich euch an einem anderen Tag zeigen, weil das Kopfteil von meinem Bett fehlt. Aber ich würde sagen, wir machen hier weiter. Also das Schlafzimmer wäre dann auf der Seite, kleiner Sneak Peek. Aber das zeige ich euch gerne nochmal im Detail. Und das hier ist dann die Ankleide von dieser Wohnung. Die nutze ich tatsächlich viel als Ablagefläche, aber ich kann euch ja ein bisschen was zeigen. Es ist jetzt nicht perfekt, aber es erfüllt seinen Zweck. Hier habe ich meine ganzen langen Klamotten, hier habe ich meine ganzen Jacken, hier habe ich Oberteile und ein paar Kleider. Und auf der anderen Seite ist noch ganz, ganz, ganz viel Ablagefläche. Die würde ich aber auch irgendwann nochmal so richtig durchsortieren und durchorganisieren. Und dann habe ich hier auch nochmal so ein kleines Hocker, auf den ich mich stellen kann, wenn ich irgendwo oben ran muss. Ich muss auch sagen, die Wohnung ist sehr stark für große Leute gemacht. Und das sind alles Schränke mit ganz, ganz viel Stauraum. Hier habe ich auch noch so viel Zeug drin, da wollt ihr gar nicht reingucken. Und ja, als letztes kommen wir dann ins Masterbad. So, dann zeige ich euch das mal ganz kurz. Ich mag hier auch sehr, sehr gerne diese Aussparungen in den Wänden. Dann haben wir hier Bad, Bidet und dann haben wir hier die große Dusche.
Hier in dem Bad habe ich alles in beige gehalten, weil ich das sehr, sehr schön finde. Da habe ich hier eine Ablagefläche für die Badewanne. Wenn wir dann baden, können wir hier den Laptop auch abstellen und bei Serien gucken oder Filme gucken. So oft bade ich jetzt nun auch nicht. Aber dann haben wir hier auf der Seite, machen wir mal weiter, mit dem großen Badstrang, der sehr hoch ist. Da komme ich gar nicht ran. Und Zahnbürste und ja, am Fenster sind noch zwei Waschekörbe. Und das ist das Masterbad. Okay, wir spulen ein paar Tage nach vorne, denn jetzt ist mein Schlafzimmer fertig. Kommt einmal rein. Es ist ein relativ kleines Schlafzimmer, aber fein, weil hier wirklich nur das Bett steht und ein Bücherregal und ein Sessel und mehr steht hier tatsächlich nicht drin. Hier haben wir einmal einen Einbauschrank. Hier hat Kevin alle seine Sachen drin. Hier ist echt genug Platz. Hier unten haben wir auch unsere ganzen Koffer gelagert, sodass die einfach nicht so blöd rumstehen, sondern einmal aus dem Auge, aus dem Sinn. Dann machen wir hier weiter mit unserem großen Bett. Wir haben ein 1,80 x 2 Meter Bett, also wirklich genügend Platz für uns beide. Und darauf habe ich immer so einen Überwurf. Naja, auch nicht immer, nur wenn ich das Bett mache. Und ganz, ganz viele Kissen. Dann habe ich hier einen Nachttisch. Das hier war noch vorher vom Vermieter. Aber wir hatten ja schon Nachttischlampen da gehabt, deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich neue Nachttischlampen hole oder die einfach behalte und die Löcher zumache. Deswegen ist das hier noch nicht ganz fertig. Aber genau, das Kopfteil hatte die ganze Zeit noch gefehlt. Das ist ja, ein sehr, sehr gemütliches Bett. Das Kopfteil ist in der Farbe Oyster. Ich wollte so eine Mischung aus Creme und Weiß. Also nicht ganz strahlend weiß, aber auch nicht so dunkel Creme, sondern so eine Mischung halt daraus. Und darüber habe ich ein Makramee zu hängen. Wir machen weiter mit der anderen Seite. Hier habe ich einmal eine Monstera-Pflanze. Die ist aber nicht echt. Dann habe ich hier unser Bücherregal. Die ganzen Bücher haben wir aber eigentlich hier unten. Hier sind so die ganzen Bücher drin. Aber hier oben habe ich dann die ganzen Coffee-Table-Books dekoriert und dazu noch so ein bisschen Deko, damit man irgendwie was Schönes zum Anschauen hat. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wohin mit dem Bücherregal. Ich wollte es nicht ganz loswerden, weil theoretisch wäre hier eigentlich gar kein Platz. Aber wir lassen es jetzt einfach so, sonst hätten unsere ganzen Bücher gar keinen Platz. Und hier auf der Seite haben wir dann einen Sessel. Ganz ehrlich, so einen Sessel hat jeder im Schlafzimmer. Man muss so einen Sessel haben. Der Sessel dient zur Ablage natürlich, für die ganzen Klamotten, die man abends auszieht. Die ganzen Kissen kommen dann hier drauf, wenn wir schlafen gehen und kommen dann am nächsten Tag wieder aufs Bett. Es ist super praktisch, so einen Sessel als Ablagefläche zu haben. Und ja, der Sessel ist noch in Petrol. Ich mochte, also vorher war das Schlafzimmer sehr in dem Petrol und Gold eingerichtet. Aber ich gehe jetzt immer mehr so in die neutralere Richtung. Und dann haben wir hier unseren Dyson Pure Cool mit Wassertank, also der macht auch ein bisschen kühl den Raum. Und natürlich die gleichen Vorhänge wie bei Milena auch. Und ganz wichtig, mein Mann hat auf seiner Seite noch einen Korb, denn wenn die Socken abends ausgezogen werden, ich habe keine Lust, die überall einzusammeln. Wenn ihr das gleiche Problem habt bei eurem Partner oder bei eurer Partnerin, dann stellt einen Korb neben das Bett, dann landen die Socken nämlich nicht mehr auf dem Boden, sondern im Korb und dann könnt ihr den Korb nehmen und eure Wäsche machen. Das war hier nun unsere Wohnung. Ich werde versuchen, so vieles wie möglich in der Infobox für euch zu verlinken. Aber wenn irgendwas noch fehlen sollte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, woher was ist. Ansonsten würde ich sagen, ich denke mal, mit Kind würde es nie so richtig clean und ordentlich aussehen, aber ich finde, das macht es dann doch aus, eine Wohnung, wenn die kleinen Imperfektionen einfach das ganze Haus zu einem Zuhause machen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne auch nochmal bei der Empty Room Tour vorbeischauen. Da zeige ich euch nochmal alles, wie es leer ausgesehen hat. Dann könnt ihr das Ganze auch nochmal vergleichen, wie ich dann das Ganze hier nun eingerichtet habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wie kommt ihr zu meinen zwei letzten Videos? Hier könnt ihr mich gerne abonnieren. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.